nicht annehmen, weil bei euch im Islam darf man ja kein Schweinefleisch essen. Ja, das war damals vor 1400 Jahren. Da gab es ja noch keine Kühlschränke. Ne? Als Adam vom falschen Baum gegessen hat im Paradies, da kommt er auch nicht sagen zu Allah, ja, der Kühlschrank vom Baum oder irgendwas. Steht dort. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. Verboten ist euch das Tote, das heißt Tier, jetzt nicht, dass man denkt, man muss die Tiere lebendig essen, damit ist gemeint, das, was beispielsweise hingefallen ist, das, was erwürgt wurde, das, was im Wasser ertrunken ist. Verboten ist euch das Tote, Blut und Schweinefleisch. Ganz klar, da kann doch nicht einer kommen, ja, aber heutzutage können wir das anders sehen. Nächstes Beispiel, Kopftuch. Da kommen dann Leute und sagen, wo steht Kopftuch im Koran? Soll ich sagen, wo? Nirgendwo. Weil Kopftuch ist ein deutsches Wort und der Koran ist auf Arabisch. Und deswegen das Wort Kopftuch ist ein deutsches Wort, kann man nichts machen. Aber wir haben das Wort Hijab und wir haben das Wort Jilbab und wir haben das Wort Chima, beziehungsweise die Pluralform davon. Und das sind drei verschiedene Worte, die Synonyme sind und oft praktisch auf dasselbe Konzept hinweisen. Erstens, Chima, Sura 24, Vers 31. Ich erwähne das, weil ich bin ja Deutscher, aber ich keine Ahnung habe, deswegen muss ich die Koranverse nennen. Sura 24, Vers 31 zu mitschreiben. Wel yadribna bi khumurihina ala yujuyubihina. Und sie sollen nicht ihren Chima, ihren Kopf, über ihren Chima, ihr wisst, was ein Chima ist, wie ein Kopftuch, über ihre Kleiderausschnitte schlagen. Sura 33, das müsste Vers 53 sein. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Und wenn ihr sie nach einem Gegenstand fragt, dann fragt sie hinter einem Hijab. So. Dann habe ich mir mal angeguckt, dann kommen dann die Leute, die wollen das dann anders interpretieren. Also wenn ihr sie nach einem Gegenstand fragt, hinter einem Hijab. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَلِقُلُوبِهِنَّ. Dies ist reiner für euer Herz und für ihr Herz. Weil klar, wenn ihr da sitzt wie, ich glaube, ich will es nicht vormachen, ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt die Interpretation. Ja, Hijab könnte aber auch was anderes bedeuten. Hijab kann auch bedeuten in der arabischen Sprache eine gedachte Distanz, durch die Schutz entsteht. Setzen wir das mal ein in den Kontext. Und wenn ihr sie nach einem Gegenstand fragt, dann fragt sie hinter einer gedachten Distanz, durch die Schutz entsteht. Soll ich mal vormachen? Elfriede, gib mir mal die Gabel. Ich verwende in einem Gegenstand, fragt sie hinter einer gedachten Distanz, durch die Schutz entsteht. Ergibt überhaupt gar keinen Sinn. So, also. Ach ja, ich habe den dritten Vers vergessen. Sura 33, Vers 59. Ja, ayyuha an-nabi, kulli azwajika wa banatika. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُؤْمِنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Okay? O du Prophet, sag zu deinen Frauen, deinen Töchtern und Frauen der Gläubigen, sie sollen sich ihren Jilbab über sich ziehen. Stellt mal vor, Allah hätte in jedem dieser drei Verse entweder Chima gesagt, oder entweder Hijab gesagt, oder entweder Jilbab gesagt. Dann könnten heute Leute kommen und drehen diese Worte um und versuchen, irgendeine andere linguistische Erklärung zu finden. Ja. Und, aber Allah hat es gewollt, dass gerade dieses Thema, was heute ein Streitthema ist, dass drei verschiedene Worte für dasselbe Konzept genutzt wurden. Alhamdulillah. Weil übrigens das Problem mit Hijab, das gab es in den letzten 1400 Jahren nicht, das ist erst in der neuesten Zeit aufgetaucht. Okay. Aber das wusste Allah natürlich, dass das irgendwann mal passieren wird. So. Das heißt, wenn wir es mit Dingen zu tun haben, die mit dem Islam zu tun haben, so, was ist dann die beste Antwort? Die beste Antwort ist ja. Stimmt es so.
Ja, warum? Steht im Koran. Steht in der Sunna. Jetzt wird jemand fragen, ja, aber vielleicht will er eine Erklärung haben. Ja, die beste Erklärung ist, dass wir das Konzept vom Islam erklären, liebe Geschwister. Was heißt Islam linguistisch? Islam bedeutet linguistisch Hingabe, Unterwerfung. Wem ergeben wir uns? Wem müssen wir uns hingeben? Wem? Dem allmächtigen Gott Allah. Genau, richtig. Und wenn wir uns Allah hingeben, und Allah ist der Schöpfer der Himmel und der Erde und wir sind die Ameisenmensch, dann kann nicht irgendein Mensch kommen und sagen, nee, will ich aber nicht. Eine Frage. Ich würde das echt mal gerne wissen, ob irgendjemand beim Arbeitgeber, wenn er da im McDonald's beispielsweise arbeitet, für die Leute von McDonald's, die Werbung mal kostenlos beim nächsten Mal kostet, was? Ja? Auf jeden Fall. Ja? Ich würde mal gerne wissen, wenn einer bei McDonald's arbeitet und der Chef von McDonald's sagt, hier, Sie müssen genau diese Kleidung anziehen, ob irgendjemand sagt, ja, was ist mit den Menschenrechten? Mir gefällt diese Kleidung nicht. Warum muss ich denn? Die Frau, die bei der Bank angestellt ist, die muss eine bestimmte Kleidung anziehen. Die kommt nicht im Bikini dahin. Sagt, ja, ich wollte gerne ein Bikini, ich bin noch freier Mensch. Da wird der Chef sagen, nee, bei mir auf der Arbeit müssen Sie so arbeiten, wie ich das von Ihnen will. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen etwas vorschreibt, dann fangen die Leute an zu motzen. Ich sag mal ganz klar, das müssen wir als Muslime verinnerlichen und auch die Leute klar machen. Allah hat dich erschaffen und die ganze Welt erschaffen. Das ist unser fester Glaube. Und er könnte dir theoretisch befehlen, dass du dich 200 Jahre so hinstellen musst. Das ist ein Recht. Da hast du kein Recht zu sagen, nö. Aber, Alhamdulillah, durch die Gnade Allahs, glauben wir als Muslime, dass alles, was er empfohlen hat, alles, was er verboten hat, dies nur zu einem Nutzen für uns getan hat. Wo ist der Beweis dafür im Koran? Ich muss den Vers nennen, weil ich Deutsch bin, ich habe keine Ahnung. Sure 20, Vers 2, dort sagt Allah: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَنْ نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Offenbarung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst. Alle Entschuldigung. Allah sagte, Sure 20, Vers 2, sagt er, Toha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Toha, wir haben den Koran nicht zu dir herabgesandt, damit du unglücklich bist. Das heißt, der Muslim glaubt, dass alle Regeln, die Allah aufgestellt hat, zum Nutzen des Menschen sind. Und von diesen Regeln gibt es manche, wo die Weisheit unmittelbar erkennbar ist, und von den Regeln gibt es welche, wo die Weisheit vielleicht nie erkannt wird. Und bei diesen Regeln gibt es Dinge, wo die Weisheit vielleicht mit Fortschritt der Technik etc. Ja, wo die Weisheit erkannt wird. Ich gebe ein Beispiel. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, er hat es verboten, er hat den Menschen die Anweisung gegeben, dass sie sich, wenn sie sich schlafen legen, sich nicht auf den Bauch legen sollen. Der Chef von mir, Dr. Bilal Filiz, der ist einmal in Panama gewesen und da hat ihn jemand gefragt, warum? Warum darf man nicht auf dem Bauch liegen? Warum ist das so? Und da hat er gesagt, ich weiß es nicht, welche Weisheit dahinter steckt, aber ich weiß, dass wenn Allah etwas befohlen hat oder wenn er etwas verboten hat, dass er dies zu unserem Nutzen tut. Und manchmal können wir diese Weisheit erkennen und manchmal können wir diese Weisheit nicht erkennen. Und der Chef gibt dieses Beispiel. Er sagt, stell dir vor, du gehst mit einem kleinen Kind zum Arzt und dann sagt der Arzt, Spritze, es muss eine Spritze geben. Wie wird das kleine Kind reagieren? Ich sag dir, wie es reagiert. Weil ich habe 4 Kinder, Alhamdulillah. Mach mal Dua für die. Inshallah. Wisst ihr, wie das kleine Kind reagieren wird, wenn das die Spritze sieht? Wenn das 2, 3 Jahre alt ist? Das wird schreien und wird versuchen, alles zu tun, dass es nicht geblickt wird. Warum? Weil es die Weisheit hinter dieser Spritze nicht erkennen kann. Wir als Erwachsene aber, obwohl uns das Kind so leid tut und obwohl wir vielleicht mehr Schmerzen haben als das Kind, weil das Kind so leid tut und am Weinen ist, das will die Spritze nicht, wir werden dafür sorgen, dass das Kind die Spritze bekommt, weil wir weiser sind als das Kind,
weil wir intelligenter sind, weil wir mehr Wissen haben als das Kind und wissen, dass diese Spritze eine Weisheit hat, beziehungsweise einen Nutzen hat. Und natürlich, Allah ist unvorstellbar größer, unvorstellbar weiser. Nichts ist ihm gleich, denn er ist der Allhörende, der Allsehende. Er weiß etwas, was wir Menschen vielleicht nicht wissen. Und natürlich, er weiß viele Dinge, die wir nicht wissen. Und Allah sagt auch im Koran, in Sure 2, Vers 255, وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَشَاءٍ. Und sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Das heißt, das menschliche Wissen ist begrenzt. Und das ist der gesunde Menschenverstand. Der Islam ehrt den gesunden Menschenverstand. Aber der wahre gesunde Menschenverstand ist der Verstand, der einsieht, dass er eine Grenze hat. Und wo ist diese Grenze? Die Grenze ist dort, wo Allah die Grenze für ihn bestimmt hat. Und das heißt, wenn der allmächtige Gott etwas offenbart hat, wir haben den Intellekt, herauszufinden, dass es die Wahrheit ist, aber eventuell fehlt uns das Wissen, um herauszufinden, welche Weisheit dahinter steckt. Auf jeden Fall zurück zu dem Beispiel mit dem Kind, mit dem auf dem Bauch schlafen. Und er hat dann diese Antwort gegeben, wie gesagt, dass er die Weisheit nicht kennt. Er sagt, er flog